Leute, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen hier zu einem Video. Wir gucken Draches Meinung Part 4 Musikbox. Gott sei Dank nur etwas über, ich glaube, 7 Minuten lang. Also die Länge ist erträglich. Ich finde es einfach toll, dass er mal wieder auf so wichtige politische Themen wie eine Musikbox eingeht. Und ich glaube, was er da wieder zu sagen hat, ist wirklich richtig und wichtig. Wir gucken das Ganze in der Drachenchronik. Ist natürlich auch unten verlinkt. Schaut da gerne vorbei, wenn er irgendwie nach bestimmten Videos sucht, die Rainer betreffen. Ansonsten, ja, sind hier natürlich die Mitglieder Level 5 alle eingeblendet und Dankeschön an die Level 10 Mitglieder. Der dunkle Parabelritter, brennender Mikrowellen Marvin, wie gesagt, aber oh, geile Namen. Keiner von euch Killing Floor? Nein, Killing Floor spiele ich nicht. Wie bitte? Killing Floor. Es ist jetzt dein erster Hurensohn. Hart am Abgehen, Soldier TV und Dodo, vielen Dank für eure Unterstützung. So, wir gehen rein, let's go. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute wieder mit einem weiteren Meinungsvideo. Ich habe in der letzten Folge leider vergessen, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise was ich sagen wollte, dass wir als nächstes ein Thema heute haben. Deswegen konntet ihr euch jetzt nicht darauf freuen. Wir sind heute im... Junge, was für drauf freuen. Also bitte, Rainer. Wirklich, ich kann mir richtig vorstellen, er sitzt an diesem Tisch, hat da 10 Sachen vor sich liegen und hat dann innerhalb von 1-2 Stunden hat er da 6, 7, 8 Videos durchweg produziert. Und das nennt er dann Content. Das haut er dann über eine Woche verteilt raus und dann erzählt er noch solche Sachen wie, oh, da konntet ihr euch jetzt gar nicht drauf freuen. Also wirklich, ey, dass er das ernsthaft glaubt. Vierten Video, glaube ich. Aber ich kann euch was reinhalten, weil ich habe das, was ich eigentlich vorstellen möchte, heute nicht da. Deswegen kann ich es nur sinnbildlich hierfür reinstellen. Und zwar das hier. Denkt ihr euch, hä? Kopfhörer? Du hast doch Kopfhörer. Naja, es ist wie gesagt nur ein Sinnbild dafür, was ich meine. Und zwar ist der Witz daran, dass ich da gerade durch ein paar Vollpfosten, die vor meiner Haustür waren, draufgekommen bin. Das Format hier soll nichts mit Hatern zu tun haben. Ich sag's nur deswegen, weil das schon viel bei solchen Leuten vorgefallen ist. Und ja, soll nichts damit zu tun haben, aber natürlich, wenn Leute vor meinem Tor sind oder vorbeifahren, dann cutte ich das nicht raus. Nein, dann rege ich mich mitten in den Videos noch drüber auf. Klar, sicher, Rainer. Alter, ich komme in 180! Und zwar, das ist etwas, was mich momentan, und das ist meine Meinung, tierisch aufregt. Und zwar nicht nur bei den Hatern, sondern bei allen Jugendlichen irgendwie gefühlt. Passt auf. In den 60er, 70er, 80er Jahren, da war es cool, mit so einem fetten Ghetto-Blaster auf den Schultern rumzueiern. Hat jeder auch damals gemacht, ja. Das war wirklich, das war die große Ghetto-Blaster-Plage von, weiß ich nicht, 1980 oder so ein Scheiß. Rainer, hat jeder damals gemacht. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Wiggelmacher, wann kommt eine neue Amazon, Alter, Amazon, A-M-A-D-S-O-N, Wishlist, nicht Bann. Wie gesagt, letzte Verwarnung, reißt euch zusammen hier, ja, bei Trollfragen seid ihr ganz schnell weg. Nee, wird's niemals geben. Mein Schweißgerät kaufe ich mir selber. Ja, hatten Leute sogar sich teilweise richtig fette Ghetto-Blaster angeschafft, einfach nur für ein bisschen, no, wir können ein bisschen Mucke machen, ne. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so modern, mit so einem fetten Ghetto-Blaster rumzurennen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich so richtig fette, und das nervt mich tierisch, ja, wie sagt man, ich habe den Namen vergessen, Soundboxen, nee, wie heißen die Dinge eigentlich, Bluetooth-Boxen? Junge, du redest über das Thema und dann weißt du das Wort nicht. Ey, das ist auch wirklich einfach toll. Es ist auch wirklich einfach toll. Das ist so Lautsprecherboxen halt rumlaufen, ne? So Funkboxen. Und da denke ich mir halt jedes Mal, ich meine, in den 60er, 70er Jahren war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, es war vielleicht ganz cool so. Es war aber auch noch eine andere Zeit. Ich weiß nicht, also ich persönlich, heutzutage, das sage ich jetzt nicht, weil ich so alt bin, sondern das hätte ich auch schon vor 5 Jahren oder auch vor 10 Jahren schon gesagt. Und ich habe das auch schon vor 5 Jahren gesagt, dass die Dinger modern wurden. Mir geht es tierisch auf den Sack. Weil da hocken die ganzen Jugendliche mit ihren komischen, Also, ich weiß, was er meint. Ich finde das auch nervig, wenn ich jetzt mal in der Stadt bin oder keine Ahnung, wenn, ja, wenn man so das mitkriegt, dass irgendwelche Leute ihre Bluetooth-Musikboxen da oder JBL-Boxen im Rucksack oder in der Hand haben und da mit voller Lautstärke irgendwelche Mucke hören, so. Finde ich auch mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, mir wäre das auch einfach unangenehm, wenn ich das wäre, der das so macht, aber das ist halt so eine andere Sache. Aber
Jetzt ist halt die Frage, redest du über die Musikbox oder regst du dich jetzt nur über die Leute auf, die solche Musikboxen haben? Das frage ich mich. Ghetto Blaster verschnitten, ich sag ich mal, mit ihren komischen Boxen irgendwo rum und beschallen die ganze Nachbarschaft, die ganze Umgebung. Und dann denke ich mir, wenn ich eure Kindermusik hören will, dann komme ich zu euch und bitte euch drum. Und Kindermusik. Erstmal Nightcore anmachen. Man kennt Rainer. Oder wie der Rübenfuchs mir letztens erzählt hat, dass er im Stream, was hat er gesungen? Kelly Family, der Hardlemettler, der Kelly Family singt. Ja, genau, alles klar, Rainer. Ich gehe nicht her und beschall die ganze Nachbarschaft, weil die das unbedingt wissen, sehen oder hören wollen. What? Was ist los mit euch? Ihr müsst dann ja die ganze Zeit den Leuten auf den Sack gehen. Und das ist meine Meinung. Ich mag diese Dinger nicht. Diese ganzen Schallboxen und so weiter sind ja ganz okay. Sind vielleicht ganz witzig, wenn man zu Hause sitzt oder sowas. So eine Bluetooth-Box würde ich zu Hause nutzen, wenn ich zum Beispiel am Rechner bin und meine Anlage nicht geht. Dann würde ich das vielleicht als Alternative nutzen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer in meinem Fall habe ich ein Ökosystem da stehen, aber hätte ich jetzt zum Beispiel da kein Ökosystem stehen, würde ich halt einfach hergehen und würde da so eine Box aufstellen und mit dem Handy Musik hören. Cool, aber juckt. Und weil er sagt, Ökosystem, wunderschön. Die alten Amazon Alexa-Zeiten. Ah, oh, das war toll. Wie war das? Alexa, spielt den Soundtrack von Twilight. Ah, da gab es auch ganze Diskussionsvideos, wie er da rumgeschrien hat und gesagt hat: Alexa, du blöde Drecksau, spiel das und das, hör auf mich. Ah. Toll, wirklich toll. Fehlt mir ein bisschen. Fehlt mir ein bisschen. Wäre eine ganz normale Sache und wäre total lässig und easy. Aber dadurch, dass ich das nicht habe, geht es halt nicht. Cool, Rainer. Setz doch einen auf die Wunschliste. Naja, und das ist im Prinzip auch schon alles. Meine Meinung dazu ist recht einfach. Wenn ihr unbedingt Musik hören wollt in der Öffentlichkeit, dann entweder ihr geht an irgendeine Stelle, an der ihr niemanden belästigt. Oder aber, ihr nehmt Kopfhörer mit. Glaubt mir, ich habe jetzt die Funkkopfhörer nicht da, die liegen draußen im Gang, weil ich die momentan immer draußen benutze. Aber es gibt mittlerweile ja auch Bluetooth-Kopfhörer. Und diese Kopfhörer, die ich hier habe, die kosten 50, vielleicht 80 Euro. Die kosten vielleicht ein paar Euro mehr als diese komischen Boxen. Aber die sind mehr als laut genug. Und glaubt mir, ich bin Lautstärke gewöhnt. Oh ja, du bist besonders blabber. Aber Rainer, denk doch mal weiter. Warum hat man so eine Bluetooth-Box? Denk doch mal darüber nach. Weil man alleine Musik hört? Wahrscheinlich nicht. Das ist, wenn man draußen vielleicht mit ein paar Leuten rumläuft, wenn man, keine Ahnung, sich in den Garten setzt oder so. Solche Sachen. Wenn du dann mit anderen Leuten zusammen bist, wenn du Geburtstage feierst, kein Plan. So. Du hast das in der Box nicht, um alleine Musik zu hören. Natürlich kannst du deinen Kopfhörer nehmen, aber Junge, es geht doch darum, dass man mit anderen Leuten Musik hören kann. Und deswegen gibt es solche Boxen. Und das checkt Rainer wieder nicht. Natürlich, das ist wirklich toll. Als alter Metalhase. Ja, ich war schon neben Boxen, ich war schon direkt neben einer Box gestanden, als Amon Amarth oder Equilibrium und sogar bei Motorhead und Ozzy Osbourne war ich direkt neben den Boxen gestanden. Cool, Rainer. Du bist so besonders. Ich finde es auch toll, dass du das alles nochmal betonen musst, weil es so krass ist und du so ein heftiger, einzigartiger Dude bist. Danke für diese tolle Information. Und trotzdem, und das habe ich wirklich gemacht. Und nochmal sage, ich hab's wirklich gemeint. Also, Leute, also sonst lüge ich ja viel, ne? Wisst ihr ja. Aber diesmal ist keine Lüge. Könnt ihr mir glauben. Quelle vertrauen mir, Bruder. Und trotzdem habe ich noch nicht geschafft, die Lautstärke von den Kopfhörern komplett auszumaxen. Auszumaxen, auch schönes Wort. Rainer hat halt keine Freunde, kommt ihm nicht in den Sinn. Wegen der Musikbox meinst du ja, das stimmt wohl, das habe ich ehrlich gesagt nicht bedacht. Also, es wäre schön, wenn ihr nicht die ganze Nachbarschaft mit eurem Kindergarten behelligen würdet. Weil es ist echt extrem uncool und unschön, wenn ihr euch da die ganze Nachbarschaft beschallt. Nochmal, um das deutlich zu machen, ich rede nicht über die Hater, sondern ich rede um die Allgemeinheit. Ne? Hauptsächlich die Jugendlichen machen das. Natürlich redest du wieder von den Hatern. Du hast doch auch gerade angefangen, dass du nur auf das Thema gekommen bist, weil jemand vor deinem Tor mit dem Ding stand. Aber Leute, ich rede hier nicht über die Hater. Ah, Mann.
Wenn man keine Freunde hat, kann man das nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, den Punkt habe ich gar nicht bedacht, aber ja, klar, Rainer hat ja keine Freunde, deswegen checkt er gar nicht, warum gibt es überhaupt Musikboxen so ungefähr. Machen auch viele altgenuche Hasen, wo ich mir auch Halt denke. genug, ja. Das sind so alt, dass die eigentlich schon mit Ghettoblase durch die Gegend hätten laufen können. Also wirklich, der muss das doch aus irgendwelchen Filmen kennen. Der hat so ein, zwei Filme gesehen, wo irgendwelche Leute so Ghetto-Blaster in der Hand hatten und er denkt, das war so normal. Das hat damals jeder so gemacht, Leute. Wirklich, fragt mal eure Eltern. Die haben alle noch im Keller oder auf dem Dachboden haben die ihre Ghetto-Blaster versteckt. Könnt ihr fragen, wird schon so sein. Wenn Rainer das sagt, wird das so sein. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie weit sind wir vom Video her, von der Länge? 4 Minuten. Das ist heute mal ein kürzeres Video, glaube ich. Was machen wir im nächsten Video? Im nächsten Video geht es mal ein bisschen um Pflegeprodukte. Da würde ich dann einmal im nächsten und im übernächsten Video schon mal was vorbereiten. Im nächsten Video würde ich das hier machen. Muss ich jetzt wieder abstellen, damit es nicht schon mal verschmiert. Und im Video daraufhin würde ich wahrscheinlich mal über Gleitgel reden. Ich habe ja schon gesagt, die Themenvielfalt ist wirklich wunderbar. Also die meisten, also ich würde sagen, 90 bis 95% der Themen, über die er redet, ist wirklich kompletter Müll. Wir kommen irgendwann zu einem Video, da redet er über, was war das? Zuckersteuer oder so? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es war irgendwas mit Zucker. Das ist wirklich ein Thema, wo er sagt, okay, halbwegs interessant, geht klar. Aber weiß ich nicht. Ich check halt immer noch nicht, wie man über Fernbedienung und Rückenkratzer reden kann und denkt, das ist halt der Content, den man liefern will. Toll. Das ist Klänkchen, das ist voll lustig. Wir sind Klänkchen, wir lachen darüber. Ja, es ist vermutlich nicht verkehrt, mal über Verhütung zu sprechen. Wobei Gleitgel ja nicht für Verhütung gedacht ist. Lol, mein Dad hat tatsächlich ein Ghetto-Blaster. Damit hat er damals meine Mutter bezirzt. Wie damals im Film, so vorm Fenster gestanden mit dem Ding, hält das hoch und da kommt irgendein Liebessong. Komm zurück, ich will dich nicht verlieren. Okay. Aber dazu kommen wir, wenn es dann soweit ist. Aber erst im übernächsten Video. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass das Video bloß so kurz war. Rainer, nein, absolut nicht. Das Video geht übrigens noch 2 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, warum er sich jetzt verabschiedet. aber nein, Rainer, die können meinetwegen sogar noch ein bisschen kürzer sein, weil ganz ehrlich, es ist ein bisschen anstrengend. Also das erste Video, das war wirklich, oh, über Monster Energy Assault, da musste ich dann auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Also das war zu lang. Aber wie gesagt, über das Thema möchte ich jetzt mich gar nicht so weit aufregen, weil sonst rede ich hier noch eine Stunde über das Thema mit Boxen und Jugendlichen, die hier ihre Boxen so Bitte extrem nicht. aufdrehen. Und ich rede nicht von hier vor Ort, sondern ich rede von überall. Also ich habe das schon beim Einkaufen gesehen. Da rennen sie dann, das ist das, was mich übrigens am meisten aufregt, da rennen sie mit ihren fetten Boxen auf der Schulter oder unterm Arm oder dann sieht man es noch nicht einmal hinten in ihrem Rucksack rum. Und ich denke mir so, was kommt denn da, Alter? Da kommt da jetzt eine ganze Band hinter mir hergelatscht oder was? Dreh mich um, steht da so ein halber Steppke von vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren, wo er seinen Rucksack auf dem Rücken hat. Und denke mir auch so, Alter, hallo, geht's dir noch gut? Hast du schon mal was von Lärmbelästigung gehört? Ja. Ja, gebe ich ihm recht. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute mit diesen Boxen teilweise in Supermärkten rumgerannt sind und da die halt angehabt haben. Und sowas ist natürlich auch echt nicht nice, aber Rainer, come on. Das ist ja nun wirklich nicht der Regel. Sondern du gehst ja nicht dreimal die Woche einkaufen und zweimal davon sind da 3 Leute mit Musikboxen vor dir, die da laut irgendwie Mucke hören oder so. Das, ja, also, ja, komm. Und ich finde es auch immer toll, wenn Rainer sich über irgendwas aufregt. Der hat ja auch so viele Probleme, so wenig Zeit in seinem Leben. Ja, klar, das nimmt einen dann auch ganz schnell mit. Das ist wie so eine Lärmbelästigung, das ist doch Musik. Das ist keine Musik. Das ist ein Zustand. Ja, weil Rainer auch entscheidet, was Musik ist. Alles klar. So. Kommt natürlich auch darauf an, was man hört. Ne? Ich habe auch schon Leute gehört, die Metal gehört haben. Aber denen sage ich dasselbe. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich sage das nur zu Leuten, die Hip-Hop oder Schlager oder so einen Schwachsinn hören, sondern ich sage das auch zu Leuten, die Metal hören. Glaubt ihr, Rainer wollte da was sagen? Also jetzt unabhängig von Hatern. Ah, wie. Ah. Genießt den Sound mal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, glaubt ihr wirklich, jetzt mal abgesehen von Hater-Rainer-Gedöns, glaubt ihr wirklich, dass Rainer, wenn er so ein, weiß ich nicht, so
so eine Gruppe von 2-3 Leuten, 15, 16 Jahre, die haben da eine Musikbox an. Glaubt ihr, ein Rainer würde da was sagen oder hätte zu viel Schiss und würde einfach ruhig sein? Weil ich glaube nämlich, Rainer sagt da überhaupt nichts. Der würde dann beleidigt weggehen und würde dann im Auto oder zu Hause denken, oh ey, ich hätte die ja jetzt da richtig wegargumentiert und fertig machen können. Ich glaube nämlich nicht, dass Rainer da mehr oder weniger die Eier hätte, irgendwas zu diesen Leuten zu sagen. Aber das ist nur meine Meinung. Ja. Wenn ihr sowas machen wollt, zieht euch an der Stelle zurück, wo ihr niemanden belästigt und lauft nicht mit dem Laden, durch den Laden mit einer Boombox, die, keine Ahnung, die Wände scheppern lässt. Nein, er ist zu feige, traut sich nur gegen Leute unter 50 Kilo. Was macht ihr eigentlich mal, wenn ihr durch einen Gang mit Glasflaschen oder Glasgläsern geht? Ah, Glasgläser. Das ist echt cool, weil da wird das Glas nochmal extra Gläser gemacht. Das ist ganz geil, wirklich. Also heftig auf jeden Fall. Gibt es eigentlich auch Gläser ohne Glas? Also wisst ihr, so Gläser, gibt es die auch ohne Glas? Würde mich echt interessieren. Das wird teuer. Richtig teuer. Naja, gut. Vor allem, wenn Britney Spears anfängt zu kreischen. Obwohl, die ist ja mittlerweile gar nicht mehr so cool, glaube ich, ne? Oh, Rainer, beende das Video, Mann. Egal. Ja, ich bin alt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drache. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht's um das hier. Haaröl, Wunderöl, 2, also Duo, Effekt. Tschö, tschö. Toll. Leute, freut ihr euch schon? Habt ihr Bock auf mehr Weinungsvideos? Ganz toll, oder? Oh, auch wieder anstrengend.